Das erste Nummer Position. Nein, nein, die sind in der richtigen Reihenfolge. Die Bücher sind in der richtigen Reihenfolge jetzt. Wenn die erste Zahl die Position angeben würde, hätten wir es gar nicht erst sortieren müssen. Also dann hätten wir das auch einfach so stehen lassen können. Also wenn das die zweite Ziffer von der Safe-Kombination ist und das die vierte, dann hätten wir die Bücher überhaupt nicht sortieren müssen. Dann wäre es völlig egal, wie die stehen. Abgesehen davon, was ist die nullte Ziffer der Safe-Kombination? Idee hatte ich halt vorher auch schon, aber das funktioniert so nicht. Also ich meine, ich kann es gerne nochmal ausprobieren jetzt mit 3, 6, 5, 2, 9. Aber es würde mich stark wundern. Zwei, fünf, drei, vier. Wie kommst du denn darauf? Ach, die Differenz der Zahlen. Okay. Drei, zwei, fünf, drei. Ja, okay. Hör mal. Quersumme der Multiplikation. Ach, nee, komm. Also da kannst du auch sagen, die Anzahl der eingeschlossenen Flächen würde gehen. Das wäre dann halt 0, 1, 1, 1, 1. So, das ist halt super random. Also du hast halt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass du jetzt die Quersumme aus der Multiplikation bilden musst. Sehe ich halt nicht. Also bislang waren die Rätsel halt schon streng logisch. Rückwärts. Also 9, 3, 6, 2, 5. Also die Quersumme, also ich meine, ich kann die Quersumme der Multiplikation ausprobieren, aber es wird es halt einfach nicht sein. Quersumme der Multiplikation wäre hier 1, hier 8, hier 6, hier 0 und hier 9. Das heißt, wir wären bei 18609. Da wollte ich nicht hin. Überraschung. Okay, die Bücher stecken jetzt auch fest. Ich kann nichts mehr damit machen. Einfach die Summe der Ziffern.
Hatte ich halt auch schon gedacht, aber hier hinten ist halt zweistellig. Meinst du, wir lassen die Zehnerstelle einfach weg? Ach so, beziehungsweise packen die Zehnerstelle hier mit hin? Also hier kommt 7 raus, hier kommt 6 raus, hier kommt 7 raus, hier kommt 3 raus, hier käme 14 raus und Nope. Wenn du mal 36529 testest. Da habe ich doch schon. Drei, sechs, fünf, zwei, neun hatten wir schon. Also halt nach der Reihenfolge der schwarzen Ziffern, ne? Das als erstes, das als schon klar. Kurz auf den Safe gucken. Hat halt gerade so überlegt, ob es irgendwas damit zu tun hat, dass, wenn man hier hinguckt, die Ziffern auf den Tasten quasi weiß sind. Und was sie hier nicht mehr sind und die auf dem Display schwarz, ob das damit irgendwas zu tun hat, aber. Oh, wait. Wie wäre es denn, wenn wir. Ah, dann bräuchten wir die Reihenfolge dafür auch nicht. Aber probieren wir mal. Moment. Gott. 6, 5. Das wird es auch nicht sein, aber. Nein, okay. War halt auch genauso random, dass ich gesagt habe: Okay, wenn wir hier keine 3 vorne haben, tauschen wir das einfach. Wir nehmen die 6 als erstes, die 5 als zweites, die 0 als drittes dann, dass wir die beiden tauschen. Dann die 2 als viertes und die 9 als fünftes, aber nein. Der Gedanke mit den Farben ist fast richtig. Es muss auch irgendwas mit den Farben zu tun haben. Aber ich sehe noch nicht was. Also die einzigen Ziffern, die wir hier nicht drin haben, sind 7 und 8. Keine Ahnung, ob das damit irgendwas zu tun hat, aber wahrscheinlich nicht.
Hat die Liste einen Verweis auf Farben? Du meinst die To-Do-Liste? Nein. Aber mal realistisch betrachtet, müssen sich ja die Ziffern, die wir eingeben müssen, schon die Symbole und die Liste, ja, das haben wir schon sortiert. Also die Bücher sind schon nach der To-Do-Liste sortiert und die kann ich jetzt auch nicht mehr verschieben. Das ist das Erste, was wir gemacht haben. Deswegen würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass sich die Ziffern schon irgendwie von links nach rechts ergeben. Wir sollen das Boot auf Schäden prüfen. Ja und? Also ich kann das Boot leider nicht anklicken. Das kommt dir wie ein Ausreißer vor. Weil wir nicht auch drei andere Sachen überprüfen? Also wir prüfen den Wasserfilter, wir prüfen den Rauchmelder, wir prüfen das Boot. Aber so explizit? Da kannst du auch explizit sagen, oh, wir müssen explizit einen Film für die wöchentliche Filmnacht auswählen. Ich glaube, die Liste ist wirklich nur für die Reihenfolge und dann ist halt gut. Der Rest wird sich hieraus ergeben. Die Liste ist, glaube ich, echt abgehakt. Ist das irgendwie eine Kombination aus den schwarzen und den weißen Ziffern? Also, dass wir zum Beispiel immer die höhere von beiden nehmen. Ja, das wird eine Safe-Kombination. Hoffe ich. Schau dir den Tresor mal genau bei der Eingabe an. Okay. Ich habe auch schon so... Ja, okay. Ich hab's gerallt. Okay, got it. Es ist 24609. Es kommt drauf an, in welcher Farbe das Ding blinkt. Uff. Ich habe einen Residenzschlüssel abgeholt. Was? Ach so, das ist bestimmt zu den Wohnquartieren. Faires Rätsel, muss man sagen, aber knackig. Aber in der Tat fair. So, ich hoffe, damit kommen wir jetzt hier rein. Yes. Ich klicke hier auf die Kiste und lande wo? Ist das die Tür hier? Ah, okay. Nein, da, hier ist eh alles unter Wasser, ne? Okay, da kommen wir eh nicht hin. Lüftungsgitter ist befestigt, da brauchen wir dann wahrscheinlich irgendwie einen Schraubendreher, um das rauszukriegen. Oder naja, beziehungsweise einfach einen Schraubenschlüssel. Um da vermutlich reinzukommen, dann können wir erstmal nur geradeaus. Okay, der Keller hier ist nicht überflutet, spannend. Wir gucken erstmal ins Spielzimmer. Wir haben das Billarddreieck mitgenommen. Holzplatte mit einer Reihe von Löchern.
ich mal ein Foto. Ich weiß noch nicht warum, aber wenn wir schon... Okay. Es gibt eine kleine Delle an der Seite des Billardtisches. Scheint sich nicht öffnen zu lassen. Okay. Was liegt? Da liegt doch irgendwas an der Seite. Okay, hier können wir scheinbar erstmal nichts weitermachen. Come on. Du darfst bestimmt die Kugeln finden, wahrscheinlich. Hier haben wir eine dreistellige Kombination mit A und eine dreistellige Kombination mit B. Hausgemachter Brennstoff. Oh. Wussten Sie schon, Benzin und gefrorenes Rohstoffkonzentrat zu gleichen Teilen gemischt ergibt Napalm. Geben Sie Wasser in einen großen Behälter, mischen Sie das folgende in beliebiger Reihenfolge. Zucker, Alkohol mit hoher Konzentration, Schnaps würde vermutlich funktionieren, Kaliumnitrat, auch bekannt als Düngemittel. Erwärmen Sie die Mischung, bis sie kocht. Okay. Ich mochte schon immer gefälschte Pflanzen. Viel weniger Wartung als echte. True. Einige alte Fachbücher, sie werden nicht nützlich sein. Aber den Spielzeugwürfel nehmen wir mit. Das macht Sinn. Okay, unten zu den Büchern kommen wir nicht. Okay, zu dem kleinen Tisch können wir nicht. Okay. So viel dazu. Nur ein paar alte Bücher. Die Fernseheinstellräder funktionieren nicht. Fernseheinstellrad ist auch so ein Wort für Galgenraten, oder? Ah, wir können hier unten aufmachen. Dartpfeile. Spannend. Beim Spielzimmer eine Dartscheibe? Position der Räder. Ja. Das eine ist auf 8 und das andere auf 40. Also, es sei denn, es ist das mit dem Nupsi, wo es hinzeigt, dann wäre es irgendwo auf nichts und hier auf nicht lesbar. Aber ja, ich mache mal ein Foto von. Ich schätze eher, wir müssen es aufschrauben. Da sind so offensichtliche Schrauben dran. Ah, leck mich fett. Okay. Davon mache ich auf jeden Fall mal ein Foto. Auf jeden Fall eine feste Reihenfolge. Ja, auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5. Und ich könnte mir gut vorstellen, T-O, A-L, T-H, S-N, S-W. Gucken wir nochmal ganz kurz zurück ins Spielzimmer. T-O, T-H, ja, das sind genau die Kürzel. Das sind genau die Kürzel. So, TO ist 1,
TH ist 2. Und dann haben wir AL, SN, SW. AL, SN. Hallo. Seltsam. Ich habe noch nie so eine Dartscheibe gesehen. Das ist wohl wahr. Also sie geht halt nur bis 10 statt bis 20. Ich mache davon auch mal ein Foto. Und das behalten wir sicherheitshalber nochmal, auch wenn ich nicht denke, dass wir es nochmal brauchen. Seite dieses besonders starken Glases befindet sich etwas. Ja, okay, wir können das jetzt nicht einfach aufmachen, weil es offensichtlich verschlossen ist. Aber wir wissen zumindest, wo die Billardkugeln sind. It is something. Auf den Schrank, achso, das ist der.